Was ist denn hier los? Frisch, wa? Wir sind auf unserer Campsite angekommen, kurz vorm Yellowstone Nationalpark. Und die Natur ist der Hammer, hat uns direkt umgehauen und hinten am Wasser, da grast direkt ein Bison. Wir stehen gerade im ältesten Blockhaus der Welt. Es wurde 1904 gebaut und ist voll faszinierend hier. Guten Morgen! Für uns geht es heute von Moab. Hier sind wir nämlich gerade nach Salt Lake City. Das sind 4 Stunden Fahrt. Das ist bis jetzt die längste Fahrt, die wir jetzt hier haben. Weg nach Salt Lake City legen wir gerade einen kleinen Stop ein hier in so einer Haltebucht und man muss sagen, die Luft hat sich verändert, es ist ein bisschen kühler geworden, aber noch angenehm schön und die Natur hat sich extrem verändert, es ist auf einmal richtig grün geworden und dort oben kann man sogar die Berge mit schneebedeckten Spitzen sehen, richtig schön und jetzt fahren wir ungefähr noch eine Stunde, da sind wir auch angekommen in Salt Lake City. Wir sind in Salt Lake City angekommen und es ist kühl geworden, deswegen zuckt Jessie schon so und wir stocken gerade unsere Vorräte auf, weil es jetzt demnächst Richtung Nationalpark hochgeht. Da werden wir 4 Tage sein, deswegen ein paar Snacks für während der Fahrt immer. Und wir sind gerade beim Natural Grocer Supermarkt, den kann man definitiv empfehlen, das ist richtig gut. Riesige Auswahl an allem und der Großteil vegan, bio. Und gesund. So, wir sind jetzt im nächsten Supermarkt, müssen noch ein paar andere Sachen hier einkaufen, die es in einem anderen nicht gab. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass es hier Rabatte gibt für Prime-Member, also Amazon Prime. Richtig crazy. Also seid ihr da angemeldet hier in den USA, gibt es Rabatte. So, nach einer Stunde in Salt Lake City im Handyladen, damit wir noch eine neue SIM-Karte kriegen von Verizon, weil die T-Mobile, die funktioniert nicht so gut in abgelegenen Nationalparks, haben wir es jetzt auch mal geschafft zum Vertical Diner. Jessie wollte ja gerne noch mal in Diner und diesmal auch in ein komplett veganes sogar. Richtig genial. Ja, und danach gehen wir wahrscheinlich noch hinten bei Big. Wie heißt es? Big O Duffnuts. Big O Duffnuts, nur Duffnuts kaufen, Donuts. Spezielle Duffnuts. Ja, die zeigen wir euch gleich. Was ist los, Schatz? Keiner gibt keine Donuts, ja? Haben wir nur bis 3 Uhr auf. Unglaublich. Alles leer. Ja, okay. Essen war auf jeden Fall gut. Bedienung bis auf eine nicht so nett, muss man sagen. Aber... Das haben wir noch gar nicht erlebt, was jetzt passiert viel war. Schlimmer war der Donutladen dazu. Kein Nachtisch mehr. Oh, da gab es so besondere Donuts. Ja, unglaublich. Nee, es war total weird, weil wir waren noch am Essen und dann kam sie an und wollte uns einfach schon abkassieren. Und oh, wir Scheiß. Waren einfach noch voll am Essen. Wir waren Burger am Essen, ich hatte total die fettigen Hände, ich konnte echt nichts anpacken und dann steht die da, sagt, könnt ihr euch auschecken? Wir so, ja. Und dann wartet die da, sollte ich jetzt schon mit Karte und Portemonnaie und allem bezahlen. Das war ein bisschen weird. Gesagt, ja, eine Minute noch. Ja, hat sie uns dann auch gegönnt. Ja, war aber sehr lecker, muss man sagen, ja. An für sich. Aber das ja. Ist so ein bisschen komisch. Da ja, dafür war die Musik gut, so alternativ, das passte. Guten Morgen von der Tankstelle aus. Guten Morgen, die 2 von der Tankstelle. Ja. Ja, neuer Morgen, neues Glück. Heute fahren wir wieder 4 Stunden. 4,5 sogar, glaube ich jetzt. Genau, denn es geht in den Yellowstone Nationalpark, den ältesten Nationalpark der Welt. Und der USA somit auch. Genau, wir sind schon mega gespannt. Da gibt es ja Wölfe, Grizzlybären, kleinere Bären und... Ja, richtig krass, Elche, Bisons. Ja, und auch so naturmäßig richtig viel zu bieten. Und ja, es ist wirklich der erste Nationalpark, der weltweit gegründet wurde. Richtig crazy. Wir haben richtig Bock drauf und ja, wir waren jetzt nur eine Nacht in Salt Lake City. Hier geht es wahrscheinlich nochmal hin, da erkunden wir vielleicht auch ein bisschen die Stadt, aber jetzt war es eher zur Durchreise gedacht und dass ich nicht so lange fahren muss an dem Tag oder wir, haben wir den Pitstop eingelegt, konnten noch ein bisschen arbeiten und jetzt geht's weiter.
Wir mussten noch unseren Müll loswerden, denn wir sind am Campingplatz losgefahren. Jesse hat Müll mit nach vorne genommen und wir haben es eiskalt vergessen. Hopp, hopp! Nach Kalifornien, Arizona und Utah sind wir jetzt in Idaho angekommen, im vierten Staat unserer USA-Reise. Und es ist erstens schwer kühl geworden. Ich weiß gerade nicht, wo man es sehen kann. Ah, da oben hinter mir. Da ist schon einiges an Schnee auf dem Berg oder auf den Bergen. Und ihr glaubt es nicht, es kommt hier gerade Schnee runter. Ganz leicht. Es hat oft in der Ferne geregnet, aber hier rieselt es gerade. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie so einfangen kann, dass ich euch zeigen kann, aber... Das ist ein weirdes Gefühl. So gestern Morgen sind wir bei 26 Grad losgefahren. Jetzt stehen wir im leichten Schnee. Das ist irgendwie echt überraschend. Es schneit! Es schneit! Kommt das ist kommt weird, wa? Willkommen in Montana! Der fünfte Start unserer Reise. Wir sind jetzt eben in Idaho reingefahren, sind da jetzt schon durch. Und dort hinten ist noch das Idaho-Schild. Und jetzt sind wir gerade zwischen den Staaten und dann sind wir schon da. Und ja, und guckt euch das mal an. Im Hintergrund hier. Schnee. Tipp mal drauf. Schnee ohne Ende. Unglaublich. Wenn man sich hier die Berge auch teils anguckt, da ist so viel Schnee drauf, es ist so kalt geworden. Mal schauen, wie es ist, wenn wir heute Abend auf der Campsite im Auto schlafen. Wir haben Bärenflaschen. Was hier in den USA auch ganz interessant ist, man kann einen Highway adoptieren, wie hier. Nämlich heißt der, man weiß es nicht genau, Kotor Taba Family ist hier vorne überklebt. Aber so kann man halt einen Highway oder eine Abschnittstrecke von einem Highway nach sich benennen lassen. Zuerst mal googeln. Wie verhält man sich, wenn man einen Bären begegnet, oder? Ja, das sollte man besser machen. Denn das Gebiet hier ist nämlich wirklich Bear Country, wie man so schön sagt. Und ja, da müssen wir uns wirklich nochmal erkundigen, wie man sich verhält im Ernstfall. Und wir haben auch schon vorgesorgt, wir haben jetzt eben Bärenspray gekauft. Wir haben noch gerade schon tatsächlich das erste Tier gesehen, und zwar einen kleinen Fuchs. Der ist hier über die Straße gelaufen, richtig süß. Also so kann es weitergehen. Was ist denn hier los? Frisch, wa? Wir sind auf unserer Campsite angekommen. Kurz vorm Yellowstone Nationalpark. So sieht es hier aus. Unter ganz vielen Bäumen. So Hütchen um uns rum. Gerade haben wir einen Strom angeschlossen. Jetzt wird hier noch das Wasser aufgefüllt. Und dann gibt es heute einiges zu beachten, denn hier ist wirklich Bear Country. Wurde uns gerade nochmal gesagt, wir dürfen keinen Müll draußen lassen, weil gar nichts. Sonst kommen Bären. Wahnsinn. Ich zeige euch mal, wie jetzt auf so einer Campsite die Toiletten aussehen können. Einmal gibt es hier normale Restrooms, also Toilette und Waschbecken. Vorne nochmal beleuchtet auch gerade. Und dann gibt es halt ganz viele Duschräume hier. Das ist auf dieser Campsite echt praktisch, denn man hat hier die Dusche und direkt Doppelwaschbecken. Ohne Toilette kann man sich also zur Zeit auch fertig machen. Das ist richtig gut und alles sehr, sehr sauber, muss man sagen. Riecht auch gerade irgendwie frisch geputzt, obwohl es am späten Nachmittag ist. Das ist schon echt schön hier, muss man sagen. Wir haben jetzt ungefähr 6:30, würde ich sagen. 6:45 müsste es sein und ist immer noch hell draußen, es wird ja erst immer so nach 7 Uhr im Dunkel, was ganz schön ist, fühlt sich ganz gut an. In Thailand wurde es ja immer früher dunkel zuletzt. Und ja, wir machen uns jetzt was zu essen und was ganz gut ist, wir haben hier bei dem Camper noch das Winterpaket hinzugebucht. Wollten wir eigentlich nicht machen, weil wir dachten, da braucht man nicht und das war eigentlich noch nicht der Plan gewesen, hoch zum Yellowstone zu fahren. Dann haben wir gemerkt, das wird wohl von der Zeit doch passen und da haben wir das Winterpaket noch mitgebucht. Jetzt haben wir nämlich einen Heizlüfter hier, wir haben eine Heizdecke hier drin. Und noch zwei dicke Schlafsäcke, weil ansonsten hat man im Camper keine Decken normale, sondern Schlafsäcke und die sind ziemlich dünn gewesen. Und ja, die Dicken haben sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, würde ich sagen. Hier vorne wird wie gesagt gekocht und hier hinten, also erstmal hier noch dicke Socken geholt jetzt für den Park. Ich habe mehr oder weniger nur dünne fast dabei gehabt. Und hier unter der Bank, da haben wir ganz viel Stauraum, verschiedene Bereiche. Hier in der Mitte haben wir Jessys Kleidung zum Beispiel drin und hier hinten, da haben wir... Außer Technik, Drohne und Co. auch den Heizlüfter drin. Klein, aber fein. Heizt die ganze Kiste schnell auf. Ja? Das ist krass mit meinem Zelt, oder?
Ja, Zelt ist heftig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Jessie jetzt hört, weil ich das Mikro gerade zu mir gestellt habe. Aber sie meinte, es ist heftig mit dem Zelt, weil draußen, ich weiß nicht, ob man die von hier sehen kann. Mal gucken. Ja. Da zelten ernsthaft welche. Guten Morgen, ihr Guten Morgen. Lieben. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in den Yellowstone Nationalpark rein. Hier ist so eine kleine Schlange. Morgen möchten wir auf jeden Fall ganz früh los. Ja. Genau. Und wir sind insgesamt 4 Tage im Nationalpark. Wir sind die ersten paar Meter drin im Yellowstone und die Natur ist der Hammer, hat uns direkt umgehauen und hinten am Wasser, da grast direkt ein Bison. So, warum diese Frau so läuft, seht ihr da hinten. Einfach mal Bisons hier mitten auf der Straße, oh mein Gott, ich geh kaputt. Wie crazy. Fahren wir jetzt einfach mal dran vorbei. Das ist echt heftig, ey. Vor allem der Linke, der scharte gerade richtig mit den Füßen. Oh mein Gott! Folks, you need to get back in your car. Oh, wie krass! Ja, das war mein absolutes Highlight gerade. So ein paar Minuten im Park und einfach die Bisons neben uns auf der Straße. Verrückt. Und hier hinter uns ist jetzt eine ganze Herde Bisons. Auch mega krass, die Natur. Also, ja, fehlen uns schon wieder die Worte. Geht schnell hier. Das ist echt so crazy. Jessie kann den Bison oder das Bison fast schon streicheln. So nah ist das Tier. Die Vögelchen immer hinterher. Hoffen, dass was abfällt. Der Yellowstone Nationalpark liegt übrigens auf einem Supervulkan. Deswegen gibt es hier auch ganz viele heiße Quellen, diese Geysire. Und das erinnert uns auf jeden Fall an Island. Wir sind jetzt bei den Fountain Paint Pots angekommen. Und man muss sagen, es riecht noch nicht nach Schwefel, aber die Geysire brodeln hier wirklich überall. Also es ist auf jeden Fall verboten, den Weg hier zu verlassen, weil, ja, hier dieses Gebiet super heiß ist und wenn man drauf kommt, kann es sogar sein, dass man stirbt und diese Platten sind halt super dünn. Da sind schon über 20 Leute hier gestorben. Zudem ist es extrem säurehaltig und sogar Stiefel und Schuhe würden sich innen drin, also wenn man reintritt, auflösen können. Im Hintergrund hier bei den Fountain Paint Pots, da sieht man das auch richtig, wie die vulkanische Hitze und die Gase dann durch die Erdkruste kommen. Und das ist manchmal schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man auf einem Supervulkan steht. Und die Tage habe ich im Internet ein bisschen darüber gelesen, da stand auch, dass der überfällig wäre. Also, ja, läuft. Aber schon länger, oder? Ja, schon sehr lange. Thank you.
Biscuit Basin Loop Walkway. Und es ist auch wieder ein schöner Weg, den man hier gehen kann, entlang der Gazebo. Jetzt sind wir am Biscuit Basin angekommen. Das ist auch wieder eine Geysir Area. Same, same, but different, wie man in Thailand sagen würde. Aber hier zum Beispiel ist es ganz interessant. Man geht jetzt hier über so einen kleinen Fluss drüber, der direkt unter einem herfließt. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Der Kekkashen Express ist wieder unterwegs, denn man sieht ganz viel Bison-Kacke wahrscheinlich. Ja. ich denke, oder wir denken, dass sie sich hier sehr wohlfühlen, weil es ein bisschen wärmer ist als auf der normalen Wiese, oder? Ja, ich schätze auch, dass sie sich hier hinlegen und dann einfach hier rumchillen und verdauen, so wie es aussieht. Und dann passiert halt, was passiert. Wir machen uns jetzt gerade auf zum Old Faithful Geysir und wenn man hierher läuft, da gibt es auch an den Parkplätzen oder in der Nähe eine Tankstelle, ganz viele große Shops, Giftshops, Restaurants und mehr. Also wenn man hungert, muss man auch nicht unbedingt zwingend Essen mit in den Park nehmen, sondern man kann hier auch überall essen gehen. Wir sind jetzt beim Upper Geysir Basin und genau dort vorne stehen wir. Und von hier aus werden wir jetzt rechts hoch wandern zu den verschiedenen Geysiren. Wir wollten jetzt gerade weitergehen zum Morning Glory Pool, der sieht nämlich richtig speziell aus. Aber leider haben sie da hier diesen Walkway abgesperrt, deswegen kann man da nicht hingehen. Also schauen wir nachher, dass wir auf dem Rückweg irgendwo in der Nähe parken können und dann zu Fuß nochmal hingehen können. Gerade fängt es erstmal an zu schneien und wir sind wohl einen Tag zu spät, denn gestern wurde dieses Schild hier aufgestellt, dass jetzt hier diese Bärengegend beginnt. Normalerweise kann man da hergehen. Wurden wahrscheinlich viele Bären gesichtet und dort hinten ist nämlich auch der Morning Glory, aber der fällt jetzt flach. Wir stehen gerade im ältesten Blockhaus der Welt. Es wurde 1904 gebaut und ist voll faszinierend hier, wie das aussieht, ne? Ja. Also Wahnsinn. Ich glaube, wir waren sowieso noch nie in einem Holzhaus, oder? Nee. Aber das jetzt hier bei der Größe und 5 Stockwerke, also ich glaube, ich war selten in einem so eindrucksvollen Gebäude. Also, boah, keine Ahnung, fehlen einem echt irgendwie Worte. Das ist, wenn man jetzt hier hochguckt, das ist der Wahnsinn, echt. Ich finde, es erinnert an so ein Harry Potter Schlosshaus. Ja. Und hier könnt ihr auch drin wohnen zum Beispiel. Das ist eine der ältesten Lodges, glaube ich, der USA und definitiv eines der ältesten Holzhäuser. Thank you.
haben wir den Schnee in Deutschland gesehen, als wir kurz zu Besuch waren. Ja, aber nicht so ein Haufen, wa? Wahnsinn, dass hier noch so viel liegt. Ist immer besonders, ne? Ja. Also ich finde es besonders geworden, Schnee zu sehen, seitdem wir in Thailand leben oder auf der Weltreise sind. Ja. Wir sind gerade im Visitor Center und die sind auch immer sehr interessant aufgebaut. Wir waren jetzt schon am Westgate und jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, wie das hier gerade heißt, wahrscheinlich auch Old Faithful Visitor Center. Und da bekommt man immer viele Infos an Infomaterial. Hier ist eine kleine Ausstellung und ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, denn da lernt man eine ganze Menge. Das ist ein Wetterumschwung, oder? Ja. Ganz plötzlich. Das war es jetzt für den ersten Tag im Yellowstone Nationalpark. Die Highlights waren auf jeden Fall die Bisons. Ja. Also richtig genial. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf die nächsten Tage, sind gespannt, welche Tiere wir noch sehen. Und welche Naturspektakel und Co. Ja. Ja, lasst wie immer gerne einen Daumen hoch da. Folgt dem Kanal, wenn noch nicht geschehen. Also einmal bitte den Abo-Button drücken und lasst einen Kommentar da gerne. Wir freuen uns auf jeden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. Wir sind nur eine Nacht in die... Jesus. Und ja, da gibt es einige Dinge. Oh. Wir fahren gerade übrigens bei... Der Yellow National...